Ja, hallo zusammen zu unserem heutigen Ukraine-Online-Austausch, eine Sonderveranstaltung zum Thema digitale Integrationsmacher, Integrationsmacherin von Lokalprojekte, unterstützt durch die Robert-Bosch-Stiftung. Und wir gehen direkt in den Ablauf, den mein Kollege von der Alliance for Ukraine vorstellt, Ben Büttrich. Genau, heute ein wenig präziser bzw. kondensierter Ablauf planen. Wir werden gleich die Vorstellung von Lokalprojekte hören von Christine Prokop und Charlotte Bock und würden danach im großen Raum tatsächlich alle gemeinsam bleiben, um etwaige Fragen zu klären. Also es ist relativ frontal bzw. Fokussiert auf ein Thema heute. Genau, und ich würde jetzt ohne große Umschweife zu den beiden Damen geben. Ich glaube, vom Intro bis zur Erklärung können Sie das viel besser abdecken als ich. Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank, Frau Walter, dass wir heute hier sein dürfen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, Sie begrüßen zu dürfen zur Vorstellung unseres Programms namens Integrationsmacherinnen, Integration durch Zusammenarbeit, gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und auch mitkonzeptioniert von unserem ehemaligen Geschäftsführer Dr. Florian Spille. Ich freue mich auch, die Beteiligten vom Team Einwanderungsgesellschaft der Robert-Bosch-Stiftung heute zu sehen, Volker Nüske, Lisa Pfeil, Markus Lux. Und wessen wir die heute präparieren dürfen, das ist zum einen meine Kollegin Dr. Christine Prokop-Scher und ich, Charlotte Bock. Und gemeinsam bilden wir die Geschäftsführung von Lokalprojekte. An dieser Stelle würde ich meinen Bildschirm teilen, in die Präsentation einsteigen und Sie einmal mitnehmen in unsere visualisierte Programmvorstellung. So, wer sind wir als Lokalprojekte? Lokalprojekte wissen eine junge gemeinnützige GmbH, damals hervorgegangen aus dem Hackathon-Update Deutschland unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung in Kooperation mit Project Together, wo sich auch der Büttrich und die Allianz für Ukraine wiederfindet. Als Lokalprojekte unterstützen wir im Kerngeschäft der Städte mit Behörden dabei, mit verwaltungsfremden Expertinnen Projekte durchzuführen, die die Daseinsvorsorge lokal vor Ort sicher und zukunftsfähig machen. Sprich, das sind einerseits Digitalisierungsprojekte und Integrationsprojekte. Und in diesem Programm haben wir jetzt beides zusammenbringen dürfen. Diese Projekte begleiten wir mit einem bildenden Begleitprogramm, und das zielt darauf ab, unsere verwaltungsfremden Expertinnen aus Wirtschaft und Gesellschaft auf die Arbeit im öffentlichen Sektor vorzubereiten. Somit begleiten wir die Projektvorbereitung sowie auch die Projektdurchführung selbst. In unserem Programm der Integrationsmacherinnen geht es in die Libraries Integrationsarbeit mithilfe von digitalen Werkzeugen zu verbessern, zu vereinfachen und somit das Personal zu entlasten, die Prozesse effizienter zu gestalten und damit bei den Zielgruppen Wirkungen zu erzielen. Wie wollen wir das schaffen? Ein Blick in unser Modell. Als externe Expertinnen, externe Expertinnen aus Wirtschaft und oder Zivilgesellschaft setzen in Kooperation mit dem entsprechenden Verwaltungsteam ein Integrationsprojekt in einer Stadt, Kommune oder Behörde um. Der Inhalt dieser Integrationsprojekte leitet sich aus der spezifischen Herausforderungen bei Ihnen vor Ort ab und wird unter Einsatz eines digitalen Werkzeugs gelöst. Dabei gehen wir wirkungsorientiert vor, sprich die Projektmethode, die wir verwenden, ist nicht die Inputorientierung, beispielsweise wie viel Budget wird im Integrationsbereich ausgegeben, sondern die Wirkungsorientierung, sprich wird die unsere Zielgruppe befähigt, etwas zu tun. Aber darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Die Projektskizzierung erfolgt durch Sie als Kommune, Behörde, Stadt, begleitet von uns als Lokalprojekte. Sprich, Sie bekommen von uns eine Projektskizze, die wir dann gemeinsam ausfüllen. Die Projektentwicklung und Durchführung wird mit externen Expertinnen erfolgen, sprich Expertinnen, die aus der Projektskizze abgeleitet werden. Die Projektskizze zielt zum Beispiel vor allem auf seine Digitalisierungskompetenzen hin oder auf Kompetenzen, viele Netzwerkpartner zusammenzubringen. Sprich, aus dieser Projektskizze leiten wir ein Kompetenzprofil ab für einen externen externe Expertinnen. Lokalprojekte findet diese Person und bringt sie mit ihren
Verwaltungsteam zusammen. Sprich, die externe Expertin wird mit einem verwaltungsinternen Partner, Patin gematcht und sie bilden dann gemeinsam das Team der Integrationsmacherinnen, die im Sparringer das Projekt in ihrer Kommune, in ihrer Stadtverwaltung durchführen. Unterstützt werden sie dadurch, aber durch einen Buddy, den wir extern von Lokalprojekten stellen, einfach für außen für die Projektteam-Unterstützung und auch durch das bildende Begleitprogramm, wo wir nachher auch gerne nochmal darauf eingehen können, was das denn alles beinhaltet. Was wird genau gefördert? Gefördert werden zum einen die Personalkosten für die externen Expertinnen, TPÖD 11 Stufe 2, sowie auch nochmal 1.000 Euro pro Projekt für projektbezogene Aufwendungen, sprich 500 Euro pro Monat, wo entsprechend dem Projekt zur Verfügung stehen. Wer kann sich alles bewerben? Städte, Kommunen und Behörden in Deutschland, die eine spezifische Herausforderung in ihrer Integrationsarbeit haben und genau die mit einem digitalen Werkzeug lösen möchten, das im besten Fall natürlich auch nachhaltig implementiert und eingesetzt wird. Insgesamt werden 5 Projekte gefördert deutschlandweit. Dabei möchten wir möglichst divers aufgestellt sein, sprich von der größeren Stadt zur kleinen Kommune im ehemaligen Osten, natürlich so wie im Westen. Sprich einfach einmal im quer divers, um möglichst interessante und verschiedene Anwendungsfälle zu sehen und zu schaffen, auch für Kommunen und Städte, die diese Lösungen dann für sich auch anwenden möchten. So, das war jetzt ein kleiner Blick meinerseits in unser Programm. Ich übergebe einmal meine Kollegin Christine und stoppe hier kurz die Freigabe. Genau, dann mache ich an der Stelle weiter. Und zwar geht es darum, wer kann jetzt, Moment, genau, was sind jetzt genau die Teilnahmebedingungen? Genau, wir haben jetzt darüber gesprochen, 5 Projekte können gefordert werden insgesamt. Und was dabei wichtig ist und was wir auch im Rahmen des Bewerbungsprozesses unbedingt wissen müssen, was gibt es für ein spezifisches Problem in der Integrationsarbeit? Und natürlich sollte dieses Problem auch mit digitalen Werkzeugen lösbar sein. Ja, also wenn wir ein Problem im Haushalt haben, dann können wir da leider nicht weiterhelfen. Ja, aber digitale Tools sollten hier die Lösung bieten. Eine weitere Teilnahmevoraussetzung ist auch, diese Expertin, die wir von außen reinbringen, muss natürlich auch gestützt werden und unterstützt werden im Verwaltungsteam. Und das muss gewährleistet sein. Wir treten nicht als Berater auf, die von außen einfach das Projekt umsetzen, sondern das ist schon ein kollaboratives Arbeiten. Deswegen ist es wichtig, und das zeigt auch die Erfolgsquote bei derartigen Projekten, dass sie intern eine Patin stellen können. Idealerweise natürlich aus einem projektrelevanten Fachbereich. Je nachdem, wo das Projekt aufgehangen ist, das brauchen wir jetzt vorher nicht genau definieren. Das ergibt sich aus der Projektaufgabenstellung. Ja, also wir brauchen da dringend von Ihrer Seite eine Patin. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass das Projekt von entscheidungsrelevanter Stelle unterstützt wird. Also wenn Sie jetzt gerade das Gefühl haben, oh, das könnte was für uns sein, gehen Sie am besten direkt zu Ihrem Bürgermeister, Ihrer Bürgermeisterin, Fachbereichsleitung, wer auch immer bei Ihnen das entscheiden kann. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es auch wirklich gut getragen wird in der Organisation. Genau. Eine weitere Voraussetzung, die schon auch wichtig ist, wenn Sie jetzt gerade überlegen, ob das was für Sie ist, schauen Sie auch bitte, mit welchen Organisationen und Unternehmen arbeiten Sie bereits zusammen in der Integrationsarbeit, also inhaltlich. Denn je mehr da natürlich vorhanden ist, desto vielfältiger oder auch tiefer können eben diese Projekte sein. Ne? Und deswegen ist es auch Teil der Fragen in unserem Bewerbungsbogen. Idealerweise gibt es in Ihrer Kommune schon Erfahrungen mit Umsetzungsmöglichkeiten digitaler Werkzeuge. Und da denken wir an eine App, eine Webplattform, so etwas in der Art. Falls das noch nicht der Fall ist, ist das aber auch gar kein Problem, weil wir da natürlich eben die Expertin dann entsprechend auswählen und den Rahmen schaffen können. Richtig, das muss ich auch noch dazu sagen. Es können natürlich im Laufe dieses Projektes zusätzliche Kosten entstehen, eben für diese technische Umsetzung. Und die werden dann in der Kommune getragen.
Ansonsten ist wirklich die Expertin reinzubringen für 6 Monate und das Werkzeug umzusetzen. Das ist alles in der Förderung enthalten. Genau. Dann sage ich jetzt noch kurz was zum weiteren Ablauf. Die Ausschreibung ist ab sofort erhältlich. Den Link teilen wir nachher auch noch. Das Bewerbungsende ist bis zum 3. Mai. Das klingt jetzt vielleicht etwas kurz, aber wir haben uns wirklich bemüht, einen sehr kurzen und knackigen Fragebogen zu erstellen, wo wir keine 20 Seiten irgendwie beschreiben müssen, sondern wir müssen halt wirklich nur ein paar Kerndetails über Ihr Projekt wissen und Ihre Voraussetzungen. Wir melden uns bis Mitte Mai, bis zum 17. bei Ihnen zurück, wie es ausschaut. Dadurch können Sie uns natürlich auch immer anrufen und wir sprechen darüber. Gern beantworten wir jetzt auch im Nachgang Ihre Fragen. Dafür sind wir jetzt hier. Und bis Ende Mai würden Sie dann bei sich das Projekt skizzieren. Wir geben dafür natürlich eine Vorlage raus, wie das ungefähr ausschauen soll, sodass wir bis Anfang Juni eine Projektskizze haben und feststellen können, welche Expertin brauchen wir da und wonach suchen wir genau. Und das machen wir dann bis Ende August und haben dann idealerweise schon Ihre Expertin gefunden. Sodass der Projektstart Anfang Oktober liegt mit einem schönen Kick-Off-Event Mitte Oktober, auch gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung natürlich. Und im Oktober startet dann eben auch das Projekt und wird Ende März 2024 seinen Abschluss finden. Das sind 6 Monate, in denen das Projekt vollständig umgesetzt wird. Ja, also am Ende steht dann die App oder die Webplattform. Das ist so das große Ziel. Natürlich immer abhängig von den Aufgaben und den Voraussetzungen. Das heißt, wie funktioniert jetzt die Bewerbung? Wir haben diese 3 Fragen im Großen und Ganzen für Sie vorbereitet. Sie finden die Ausschreibung gleich im Chat. Vielleicht, genau. Charlotte, teilst du den Link gerade schon? Und zwar müssen wir wissen, was ist die konkrete Herausforderung in der Integrationsarbeit? Welche Erfahrungen gibt es in der sektorübergreifenden Integrationsarbeit bei Ihnen vor Ort? Also worauf kann man aufsetzen? Ja, wer ist schon mit an Bord? Und welche Erfahrungen haben Sie? Und welche Erfahrungen haben Sie mit digitalen Tools? Das ist dann tatsächlich schon alles. Sie finden all diese Informationen auch nochmal auf unserer Seite, die mit dem Link, der hier unten angegeben ist, lokalprojekte.de/integrationsmacherin. Da können Sie auch den Bewerbungsbogen nochmal runterladen. Den gibt es als PDF und online. Das haben wir alles vorbereitet. Und jetzt freue ich mich über Ihre Fragen. Dann danke ich der Runde. Ich danke sowohl Charlotte und Christine von Lokalprojekten als auch den diversen Vertreterinnen der Robert-Bosch-Stiftung, die da auch nochmal das Backup gemacht haben an alle Fragenstellenden. Genau, vor allen Dingen an Oliver Berlin. Ich glaube, der hat uns jetzt sehr viel geholfen, hier das Projekt nochmal konzeptuell durchzudringen. Und dann würde ich, hey Claudia, die Chance nutzen, um alle eine Viertelstunde früher in die Mittagspause zu entlassen und vielleicht den Blocker nochmal zu nutzen oder den Zeitblock zu nutzen, um Dinge zu erledigen, die sonst liegen bleiben würden zwischen den Meetings. Ich danke Ihnen sehr für die Teilnahme und freue mich, wenn wir uns, ich glaube, am 18. April, glaube ich. In April geht es weiter. Jetzt erstmal Osterferien. Oder Ostern. Genau. Und vielen Dank von mir auch nochmal an alle, auch an dich, Red, und an Bianca Zwerter und euch von der Robert-Bosch-Stiftung und die beiden Referentinnen und an alle. Über Ostern. Vielen Dank. Eine schöne Zeit. Vielen Dank. Ciao, ciao.